Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Landeshauptmann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es haben heute viele in diesem Raum ihre persönlichen Erfahrungen mitgeteilt, ihre persönlichen Gedanken zum Ausdruck gebracht. Auch ich möchte persönlich einsteigen. Und zwar, wenn die Tageszeitung heute schreibt, ich bin frustriert, dann stimmt das. Mich hat die Situation in den letzten Wochen wirklich herausgefordert. Die Anspannung in diesem Land, die Existenzkrisen, vor der sich tausende Südtiroler Menschen und Familien befinden, aber auch hat mich frustriert, wie teilweise politisch vorgegangen worden ist und wie die Performance in den letzten Tagen und Wochen war. Aber eines muss ich klarstellen, ich war es, der Franz Plohner vorgeschlagen hat für als Präsident des Ausschusses, nicht Paul Kölnsberger, sondern ich. Und ich bitte dich, Kollege Paul Kölnsberger, dass du das auch so nach außen kommunizierst. Wenn das die Tageszeitung nicht macht, dann bitte deine Kontakte bei Salto zu nutzen, damit die das ausführlich auch bringen. Denn ich mag das einfach nicht, wenn Sachen nicht der Wahrheit entsprechen. So, aber jetzt zum Gesetz und zur Debatte hier im Saal. Herr Landeshauptmann, ich habe mir wirklich gedacht, und ich habe es Ihnen auch schon persönlich gesagt, diese ersten 4 Wochen des Lockdowns, wo wir wirklich auch kein Problem hatten, die Bürger sind zusammengestanden, aber jeder, der selbstständig war, jeder, der ein bisschen was von Wirtschaft versteht, wusste schon am ersten Tag, was wird da auf uns zukommen. Das wussten wir alle, auch wenn man damals noch nicht die lauten Töne gefunden hat. Ich habe mir wirklich erwartet, dass die Landesregierung und ich muss sagen, ich habe daran geglaubt, ganz ehrlich. Also ich war mir sicher, ihr werdet nach Ostern auf die Bühne treten und sagen, so, das ist unser Plan, den wir für Südtirol für gut befunden haben, den wir inzwischen mit unseren ganzen Verbänden, die wir im Rücken haben, dem wir auch teilweise zu viel verbandelt sind und so weiter, das haben wir auf die Reihe gebracht, so möchten wir es gehen. Ob es dann gut oder schlecht gewesen wäre, darüber hätten wir dann alle noch diskutieren können. Aber ich war mir sicher, hier wird die Vorarbeit geleistet. Das ist nicht geschehen. Wir Freiheitliche haben von Anfang an darauf gepocht, dass wir eine regionale Lösung angehen und suchen. Und deswegen haben wir es dann auch begrüßt, als Sie dann am 18. April eben verkündet haben, dass wir einen eigenständigen Weg hier einschlagen wollen. Diese Ankündigung haben wir auch von Anfang an mitgetragen. Das Landesgesetz jetzt hat natürlich seine Lücken. Das ist klar, die 2 Meter versteht fast niemand. Ich hoffe, dass das vielleicht auch vielleicht war das auch ein politisches Pfand dem Boccia gegenüber, dass man sagt, damit wir die 10 Tage bekommen und vielleicht später nicht. Aber vielleicht kann das ja auch noch später einmal abgeändert werden und angepasst werden. Auch andere Punkte, die drinnen sind, Schwimmbäder ja, die sehen nein, das ist natürlich ein bisschen schwer zu verstehen für die Leute, aber trotzdem muss man eines sagen, und das haben wir auch immer gesagt, alles, was eine Verbesserung der jetzigen Situation mit sich bringt, ist auch mitzutragen. Und wenn mich Leute schon seit Tagen anrufen, wann dürfen wir denn aufsperren? Es ist Landtagswoche, dürfen wir am Dienstag aufmachen? Am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, na wenn denn, in der Früh oder zu Mittag? Also die Leute warten ganz hart und wenn man das merkt und mitzieht, wie die Leute scharf drauf sind, endlich wieder selber ihr Geld verdienen zu dürfen, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit diesem Gesetz. Bei allen Sachen, die daran zu verbessern sind, das haben wir schon ausführlich auch besprochen und werden uns sicher auch noch länger damit beschäftigen. Und weil einige ja auch dagegen waren, ich komme jetzt auf diesen Zeitdruck auch von den Leuten her, weil einige dagegen waren, das Gesetz vorzuziehen und Sepp, wenn du jetzt sagst, ich rede 5 Minuten weniger, damit es schneller geht, wenn, dann hätte man das Gesetz zuerst behandeln müssen, das ist dir auch klar, du hast mich oft angerufen, mach Druck, mach auf, aber da muss es auch politisch mitgetragen werden, hier in diesem Landtag, sonst geht das nicht, dass man etwas vorzieht, da brauchen wir alle, die zusammenstehen. Nur beim Vorziehen und wenn dann von der anderen Seite gesagt wird, ist ja egal, ob es 1, 2 Tage später sind,
dann muss ich mich schon fragen, könnt ihr euch alle erinnern, bei den Diskussionen über die Südtiroler Feiertage, ob wir einen dazu oder einen weniger, immer wie viel Wirtschaftskraft uns mit einem Arbeitstag verloren geht. Jetzt auf einmal, wo wir eh schon am Limit stehen, wären auch noch 1, 2, 3 Tage länger auch kein Problem. Ich will nur ein bisschen darauf hinweisen, wie viel es ausmacht für Leute, ob sie einen Tag früher aufsperren können oder nicht. Vor allem für die, die jetzt keinen Tippel im Sack haben. Und das sind Tausende in diesem Land. Alle, die jetzt eine Arbeit haben, das Glück haben, noch einen Beruf zu haben, dem sie nachgehen können und jetzt mit den Öffnungen dann auch nachgehen können, müssen wir die Möglichkeiten geben, dass sie auch arbeiten gehen können. Und da komme ich direkt auf die Kinderbetreuung, die heute und gestern schon mehrmals angesprochen worden ist. Wir haben gestern einen Beschlussantrag vorgebracht, der viele Punkte enthalten hat. Nach den wegweisenden Ratschlägen von Kollegin Rieder und Foppa, oder de los Barba war es, die gesagt haben, nein, Beschlussantrag ist nicht so geschickt, macht es doch mit Abänderungsanträgen. Gut, wir haben heute 14 Abänderungsanträge diesbezüglich eingereicht. Ich weiß, und das wissen die Kollegen hier im Saal auch, dass wahrscheinlich alle abgelehnt werden. Aber bitte, wenn wir spielen wollen, dann spielen wir halt, wir machen da schon mit. Und dann haben wir diese 14 Abänderungsanträge heute hier dabei. Wichtig wäre es mir, und das wäre viel sinnvoller, dass eine Lösung gefunden wäre und wirklich eine Kinderbetreuung, eine öffentlich finanzierte Kinderbetreuung garantiert werden kann bis zum Herbst 2020. Einigen scheint es noch nicht ganz klar zu sein, wohin wir uns wirtschaftlich hinbewegen, was da auf uns zukommen wird. Auch du, Kollege Urzi, ich bin froh, dass du noch hier im Saal drinnen bist. Es heißt, dass im Hochsommer bis zu 10.000 Menschen arbeitslos sein werden. Die großen Einschläge für unsere Wirtschaft, die kommen im Herbst, die kommen im nächsten Frühjahr auf uns zu. Und alle Südtiroler wollen jetzt arbeiten. Egal welcher Sprachgruppe. Und mich wundert es schon sehr, dass gerade du, wo deine Gesinnungsgenossen, ob es Meloni oder andere sind, auf nationaler, auf staatlicher Ebene, gegen jedes Dekret von Conte schießen und sagen, wir müssen hier Lockerungen machen, dass du es dann der bist, der hier dem Land und uns allen die Route ins Fenster stellt, den autonomen Weg zu gehen. Also ich muss sagen, da sind ja die meisten Italiener in diesem Land viel, viel weiter, als du es je sein wirst, denn das versteht, ich finde diesen Gedankengang richtig pervers, dass man hier die Autonomie immer so austut, als wäre sie gegen die Italiener. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Jeder profitiert in diesem Land von den Öffnungen, denn alle wollen wieder arbeiten und hinauskommen. Unser Landeshaushalt, der wird schrumpfen, 15%, es können 20% sein, es kann vielleicht noch mehr sein, wir wissen es nicht. Was heißt das, wenn 20% unseres Landeshaushalts schrumpfen, dass die Privatwirtschaft um 40% schrumpft? Denn die Hälfte der Leute in unserem Land sind ja öffentlich Bedienstete. Die spüren die Auswirkungen nicht in diesem Ausmaß. Das heißt, doppelt gilt es für die Privatwirtschaft. Ich schaue mir an, wie wir morgen hier streiten werden um die einzelnen Kapitel, wo gestrichen wird, wie wir unser Sozialsystem aufrechterhalten, wie wir das Gesundheitssystem aufrechterhalten. Haben wir morgen noch die richtigen und die teuren Medikamente bei Krebsbehandlungen und so weiter? Haben wir die morgen? Können wir uns das leisten? Das werden alles Fragen sein, mit denen wir uns in Zukunft zu beschäftigen haben. Ich möchte auch zur Lega eines sagen. Wo sind die Kollegen? Ja. Ihr habt im Zusammenhang mit diesen Bergfeuern, die von den Schützen angezündet worden sind, und man kann zu dieser Aktion stehen, wie man will. Das steht jedem frei. Aber dass man dem Wunsch nach Eigenständigkeit, dass man dem Wunsch nach mehr Selbstverwaltung als Vertreter der Lega derart abkanzelt, das passt für mich auch nicht zusammen. Was ist übrig von der grünen Lega? Sagt dir Calderoli noch etwas? Die ganz klar für Eigenständigkeit immer waren. Also das muss man hier viel differenzierter sehen und nicht aufspringen, weil Urzi irgendwas hinauslässt und man glaubt, man muss jetzt irgendwie eine Sprachgruppe hier bedienen. Auch umgekehrt finde ich es genauso falsch, wenn die Kollegen der Südtiroler Freiheit diese Feuer austun, als wäre das jetzt die Rückkehr zu Österreich oder parteipolitisch zumindest vereinnahmt werden. Fragt die Führung des Schützenbundes
wie gut es bei Ihnen, bei den Schützen ankommt, wenn Aktionen der Bevölkerung parteipolitisch aufgeladen werden. Das, ja, schaut euch eure Performance in den Online-Medien an. Also das sind Sachen, da schadet man einfach den Dingen. Und da verstehe ich es nicht. Es sind immer mehr Menschen, die bereit sind und sagen, wir möchten mehr Eigenständigkeit, wir wollen auch politisch diesen Weg gehen. Und dass man dann jeden Funken und jede Chance, die dieses Land hat, einen eigenständigen und friedlichen Weg zu gehen, kaputt macht, das ist fast wie bei der Geschichte mit der doppelten Staatsbürgerschaft, wo wir auch, anstatt einmal die Klappe zu halten und einmal schauen, dass etwas auf den Weg kommt und etwas in Umsetzung kommt, nein, man muss es kaputt reden und so lange reiten, bis es eh vom Tisch ist. Und dasselbe ist bei unserem Autonomieausbau beziehungsweise hin auch zu einer Eigenständigkeit unseres Landes. Und Kollegen der Volkspartei, es ist eure Pflicht, dass ihr wirklich auch die Leute und diesen Wunsch der Menschen ernst nehmt. Der Autonomiekonvent ist in der Schublade versunken. Man kann das nicht schönreden, das wissen wir. Aber spätestens jetzt, Herr Landeshauptmann und Kollegen, wir werden nicht übermorgen und kurzfristig etwas erreichen. Aber der Ausbau unserer Selbstverwaltung, der muss mit einer ganz anderen Energie jetzt angegangen werden. Ich glaube, diese Krise zeigt uns eines: dieser Staat, der jetzt 160, vielleicht übermorgen 180% verschuldet ist. Das ist einmal das Wirtschaftliche. Das andere ist, wie wir hier zusammenleben als Südtirol. Dass wir das endlich nutzen und die Chancen dieses Landes erkennen. Drei Volksgruppen in diesem Land. Zwei große Kulturräume, die aufeinandertreffen und im Austausch sind. Und ein Land, das wirklich die Chance hat, etwas zu bewegen. Und hier muss die Mitte der Gesellschaft mitgenommen werden. Das ist wichtig und das ist eure Aufgabe und das seid auch ihr von eurem Gründungsauftrag her verpflichtet. Und man kann nicht sagen, etwas, was vor 70 Jahren war, das muss gleich weitergehen. Man muss sich immer weiterentwickeln und neu positionieren. Und jede Veränderung in einer Demokratie brauchte eine Gemeinschaft, die dahinter gestanden ist, eine breite Mehrheit an Menschen, die diesen Weg mitgehen möchten. Ob es die Demokratie selbst war, ob es das Frauenwahlrecht ist, Kollegin Popper, das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Da haben wir alle als Bevölkerung, als Volk mitgetragen und mitgearbeitet. Sonst wäre es nicht gegangen. Manche an vorderster Front, manche gezwungenermaßen, ist ganz klar. Aber zum Schluss war eine Mehrheit dafür. Und dasselbe ist auch bei diesem Weg, den wir hier zu gehen haben. Es geht nur, wenn wir das erkennen und endlich einmal bestimmte Plänkeleien weglassen. Und ich habe so viele Menschen in den letzten Tagen getroffen, Italiener, Deutsche, Ladiner zugegebenermaßen weniger, die zu mir gesagt haben, ja, aber jetzt wird es Zeit, dass wir einmal endlich uns selbst verwalten können in diesem Land. Und diesen Wunsch nicht ernst zu nehmen und diesen Wunsch ethnisch aufzuladen, auf das habe ich keine Lust. Und wenn, dann führen wir die Diskussionen sachlich und überzeugen die Menschen in diesem Land, dass dieser Weg zukunftsfähig ist und eigentlich auch die Pflicht eines jedes Abgeordneten in diesem Landtag sein zu hat.